durch. So, los geht's. Und damit ein herzlichstes Willkommen zu Cyberia. Ich habe das für die Xbox 360 gekauft, jetzt spiele ich es auf der Xbox One, dank Abwärtskompatibilität. Der allererste Teil von Cyberia, den habe ich tatsächlich noch nie gezockt. Kein Scherz. Ja. Weil ich habe jetzt wirklich Lust drauf. Und dann würde ich sagen, wir gehen mal. Wir tun mal das, was uns die gesagt wird. Ja, was haben wir denn hier? Welthauptstadt der mechanischen Spielzeuge. Ja, das geht in so eine Richtung. Willkommen in Valle delle Valle. Okay. Werbebroschüre, die habe ich wohl jetzt eingesammelt. Okay. Ich schaue mich erstmal um. Hallo. Was machst du denn da? Zeig mal. Nee, ganz schwer. Arbeit von Momo, ganz schwer. Du heißt Momo? Ich bin Kate. Momo macht wie Hans, er malt. Hans? Nicht Momo stören. Arbeit von Momo. Ganz schwer. Zeigst du mir dein Bild? Nee, nicht fertig. Geh weg. Du heißt Momo, ich bin Kate. Momo, Hans? Nicht Momo stören. Arbeit von Momo. Zeigst du mir dein Bild? Sorry. Ich hab... Na gut, dann lasse ich dich jetzt arbeiten. Ich muss erst reinfinden. Ich muss mich erst reinfitzen in die ganze Geschichte. Ich muss sagen, sie läuft ziemlich flüssig. Schlüsselrezeption. Ich bräuchte einen Schlüssel. Hey, ist das wirklich so? Dass ich jetzt diesen, den ich erst genommen habe, das funktioniert wohl nicht. Hey? Das funktioniert wohl nicht. Nein, ich wollte das nicht drücken. Inventar öffnen. Ich bin jetzt auf dem... Ach so. Das funktioniert wohl nicht. Bleib doch mal drauf. Jawohl. Schön. Ich liebe es.
Ja, ich komme ja schon. Guten Tag. Guten Tag, gnädiges Fräulein. Meine Firma hat für mich ein Zimmer reserviert auf den Namen Walker. Anwaltskanzlei Marson & Lormont. Für Kate Walker. Fräulein Walker, natürlich. Sie haben das Zimmer Nummer 6 in der ersten Etage. Danke. Guten Tag. Aber sicher. Was war jetzt? Ich werde mir jetzt mein Zimmer ansehen. Natürlich, bitte. Ich muss erstmal mich so orientieren, dass ich... Puh, ich kann diesen Koffer keinen Meter mehr tragen. Mal sehen, wer mir helfen kann. Aha. Kann ich auch schneller laufen? Ah, okay. Kleiner Mann. Hallo. Was machst du denn da? Oh nein, nee, bitte nicht mehr. Nicht. Hilfe. Ah, okay, okay. Nehmt mir es nicht übel. Es ist lange her, es ist Jahre her, Point and Click, so in der Art und so zu zocken. Ich bin gerade angekommen. Kann mir jemand hier helfen, den Koffer aufs Zimmer zu tragen? Momo stark. Ganz stark. Aber keine Zeit. Momo arbeitet. Na gut, dann lasse ich dich jetzt arbeiten. Na toll. Momo ganz stark, ja. Guten Tag. Guten Tag, gnädiges Fräulein. Mal sehen, also wie ich hier weiterkomme. Würden Sie mir bitte meinen Koffer nach oben bringen? Ihren Koffer? Aber selbstverständlich. Entschuldigen Sie bitte dieses Versäumnis, Fräulein Walker. Aber man hat so wenig Kunden, dass man darüber vergisst, was sich gehört. Also Sie sind die Amerikanerin. Dann stimmt es wohl, was man erzählt. Sie kommen, um die Fabrik zu kaufen. Keine Fabrik. Haus von Anna. Haus von Hans. Wie bitte? Willst du wohl den Mund halten, du böser Junge? Ah, unsere kleine Stadt hat sicher keinen sehr guten Eindruck auf Sie gemacht. Wissen Sie, heute ist ein Trauertag. Anna Vorarlberg wurde beerdigt. Momo traurig, aber Hans nicht tot. Hans weit weg. Anna gesagt Momo. Anna Momo sehr lieb haben. Jetzt ist genug, Momo. Wirst du wohl aufhören, die Dame zu belästigen? Verschwinde jetzt, nur weg mit dir. Wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, Fräulein Anna. Ein großer Verlust für Valadilen. Wirklich. Noch dazu, wo jetzt, da sie tot ist, auch die Fabrik geschlossen wird. Aber deshalb sind Sie ja hier, nicht wahr? Unser Schicksal liegt in Ihren Händen. Das ist Ihr Zimmer. Wir hoffen, dass es Ihnen gefällt, Frau Walker. So, wir lassen Sie sich jetzt erst einmal ausruhen. Sie werden viel Arbeit haben. Wissen Sie, für uns wäre der Aufkauf der Fabrik eine gute Sache. Das brächte wieder ein wenig Leben in unser Tal. Ach ja, Sie hätten Valadilen einmal früher erleben sollen. Das war schon was. Aus aller Welt kamen die Leute, um die Vorarlberg-Automaten zu kaufen. Oh, sehen Sie, man hat einen Brief für Sie hinterlegt. Wenn Sie irgendwas brauchen, wir sind immer ganz in der Nähe, Frau Walker. Das ist schön niedlich übersetzt. Oh, das ist echt... Ohne Mist, das gefällt mir wirklich. Ein Brief, komme ich da auch hin? Okay. So, ja, ein Fax habe ich bekommen. 2002, ihr seht, wie lang das her ist, ja. Kate Walker, Edward Marson, Kate.
Hiermit bestätigen wir ihr, dass ihr Kunde, die Universal Toys Company, darauf drängt, die Transaktion im Hinblick auf den Kauf der Manufaktur Vorarlberg zum Abschluss zu bringen. Wir verlassen uns auf ihre unbestreitbaren Fähigkeiten als Anwältin, um die Verhandlungen mit den derzeitigen Besitzern der Manufaktur, Frau Anna Vorarlberg, zu einem raschen und positiven Ende zu bringen. Ich möchte Sie bei der Gelegenheit daran erinnern, dass die Universal Toy Company ein internationaler Konzern mit Monopol auf dem Spielzeugmarkt ist. Der Konzern ist für uns ein wichtiger Kunde und für Frau Vorarlberg eine unerhoffte Gelegenheit, sich von ihrer Manufaktur zu trennen, worauf Sie aufmerksam machen sollten, falls Frau Vorarlberg bei der Unterzeichnung des Vertrags Zweifel kommen. Naja, ich bin sicher, dass Sie meine an Sie gestellten Erwartungen nicht enttäuschen werden. Eduard Marsten. Ich sollte Marsten von Frau Vorarlbergs Tod in Kenntnis setzen. Hoffentlich wird dadurch nicht noch alles komplizierter. Ich werde hier wohl nicht länger bleiben. Das sehe ich nicht so. Da wird Büro, Mama, Dan. Oh, hier, geiles altes Nokia-Handy. Also in der Art, so ein globiges Ticket. Wer hat das auch gehabt? Hände hoch. Ah, Moment, ich bin gerade am Rumschalten. Ich muss das aufnehmen. Okay, wen rufen wir an? Wir rufen an... Das nicht. Das Büro. Natürlich. Marsten & Lawrence, guten Tag. Ich hätte gern Herrn Marsten gesprochen. Kate Walker am Apparat. Einen Moment bitte. Hallo, Kate. Na, erzählen Sie mal, wie läuft unser Geschäft? Ich bin in Valladolid angekommen. Da ist eine kleine Sache dazwischen gekommen, fürchte ich. Frau Vorarlberg ist gestorben. Das ist bedauerlich. Aber wir hatten diese traurige Eventualität ja schon eingeplant. Wenn ich mich richtig erinnere, gibt es keinen Erben. Ja, das stimmt, aber... Wo ist denn das Problem, Kate? Wenden Sie sich einfach direkt an Ihren Notar. Ich sage der Sekretärin, sie soll Ihnen seine Adresse und einen erklärenden Brief der Kanzlei faxen. Ja, gut, Herr Marsten. Gut, ich muss auflegen, Kate. Halten Sie mich auf dem Laufenden. Ich... Das Wegdrücken, das bin übrigens nicht ich. Ja, das ist so, wie es ist. Büro, okay, Mama. Wir rufen mal wieder Mama an, wir sind angekommen. Sobald ich meine Maniküre beendet habe, stehe ich Ihnen zur Verfügung. Bis gleich. Automatische Anrufbeantworter von Dan Forster. Hinterlassen Sie bitte eine Nachricht nach dem Signalton. Okay, wie es scheint, ich erreiche erstmal nichts mit meinem Telefon. Oh, hier war doch gerade was zu sehen. Ah, jetzt geht's los. Okay, was mir aufgefallen ist, der kleine Junge unten hat auch was fallen gelassen. Für mich geht das ja hier oben erstmal nicht wirklich was an. Vielleicht, weil der war wütend rausgerannt und kleines Zahnrad, oh, großes Zahnrad.
Ja. Das sieht aus wie ein Hinweis auf was, was ich dann noch irgendwo einsetzen muss. Kann ich mir vorstellen. Wenn ich jetzt hier, also man sieht es ja, Zahnrad. Es geht viel um Technik hier. Okay, lass mal mit ihm reden. Ich bin es noch einmal. Fräulein Walker? Guten Tag. Mein Name ist Kate Walker und... Aber sicher doch. Walker, Zimmer 6, erste Etage. La, 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 la. Ich muss da dran, ich muss die Dinge... Wieso ist das nicht abgezeichnet? Könnten Sie mal nachsehen, ob zufällig ein Fax für mich gekommen ist? Kann sein, und zwar so, als hätten wir das Gerät gehört. Würden Sie bitte einmal nachsehen? Aber natürlich, Fräulein Walker. Vielen Dank. Okay, noch ein Fax. 17. April 2000. Sehr geehrter Herr Alfolter. Wie Sie wissen, wurde unsere Kanzlei von der Universal Toys Company beauftragt, die Verhandlungen bezüglich des Auftrags Spielzeugs von Automaten vor Arlberg zum Abschluss zu bringen. Soeben erfahren wir mit Bedauern, dass die derzeitige Besitzerin der Manufaktur, Frau Anna vor Arlberg, verschieden ist. Oh, das tut das natürlich rausziehen. Ja. Wir zweifeln nicht daran, dass Frau vor Arlberg Ihnen zu Lebzeiten die nötigen Instruktionen gegeben hat, die uns heute den Abschluss des Kaufvertrags ermöglichen. Auch möchten wir Ihre Aufmerksamkeit auf die Tatsache lenken, dass mit der Übernahme der Manufaktur durch den amerikanischen Konzern wichtige wirtschaftliche Perspektiven für Ihre Region verbunden sind. In diesem Sinne möchten wir Sie bitten, die junge Anwältin Kate Walker, die Interessen unserer Kunden vertritt, gebührend zu empfangen. Hochachtungsvoll, Edward Marston. Okay. Danke. Ja. Nichts zu danken. Okay, was ist mit Y um Hilfsmenü? Nein, ich brauche jetzt keins. Könnten Sie mir bitte sagen, wo ich hier in Valladolid einen Notar namens Affolter finden kann? Wir haben hier nur einen Notar und sein Haus ist unverkennbar. Sie werden es problemlos finden. Der junge Mann vorhin sagte etwas von einem gewissen Hans. Um wen handelt es sich? Momo sprach von Hans Vorarlberg, dem jüngeren Bruder von Anna. Aber der ist schon lange tot. Selbst wir haben ihn nicht gekannt, so weit liegt das alles zurück. Wer war denn der junge Mann, der vorhin hier zeichnete? Ihr Sohn? Gott bewahre! Nein, nein. Er ist kein schlechter Junge, der Momo. Nur ein bisschen einfach, das ist alles. Und was hat er mit Anna Vorarlberg zu tun? Momo ist das, was man so einen Dorftrottel nennt. Und Frau Anna hat ihn unter ihre Fittiche genommen. Wahrscheinlich hat er sie an ihren Bruder erinnert und außerdem gleich und gleich gesellt sich gern, oder? Wollen Sie damit sagen, dass Anna Vorarlberg auch ein bisschen einfach war? Gott bewahre. Sie war eben auch eine Einzelgängerin. Sehr in sich gekehrt, das wollte ich sagen. Wirklich nett, alle diese kleinen mechanischen Roboter. Es scheint davon eine ganze Menge in Valladolid zu geben. Sie wagen es, die Vorarlberg-Automaten als Roboter zu bezeichnen? Wenn Sie sich hier keine Feinde machen wollen, sollten Sie dieses Wort besser vermeiden. Was ist denn der Unterschied zwischen Roboter und Automat? Ehrlich gesagt wissen wir das so genau auch nicht. Kannten Sie Anna Vorarlberg gut? Ja, ziemlich. Naja, so gut nun auch wieder nicht. Eine große Dame. Wir mochten sie sehr. Friede sei mit ihr. »Ja.«
Ich fürchte, ich werde Ihre Hilfe noch einmal in Anspruch nehmen müssen. Verlassen Sie uns, Fräulein Walker? Sollen wir Ihnen Ihre Koffer runtertragen? Nein, nein. Ich reise noch nicht ab. Ich bräuchte nur etwas... Ach, wir würden Ihnen nur zu gerne behilflich sein, aber stellen Sie sich vor, das Telefon klingelt, ein Fax kommt, ein Kunde betritt den Gasthof. So leid es uns tut, wir können hier nicht weg. Nicht weiter schlimm. Ich werde mich mal ein wenig in Valady Lane umsehen. Bis später. Ganz wie Sie wünschen, Fräulein Walker. Mann, ey. Also ich mag ja die Musik. Ich mag das ja alles. Wirklich wahr, das muss ich erstmal genießen. Das Haus wäre nicht zu empfehlen, das darf ich nicht vergessen. Und zwar beim nächsten Mal. Ich werde die Parts hier kurz halten. Ich habe gerade gesehen, es hat gespeichert. Ich müsste dann auch hier draußen wieder stehen. Und ja, wie immer, vielen Dank, wenn ihr bis hierher dabei wart. Wenn ihr genauso begeistert seid, dann seid ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei. Und ich freue mich wirklich sehr. Ein klassisches Point-and-Click. Eigentlich für, also mehr für Maus und Tastatur geeignet. Aber geht auch auf der Konsole. Mit Controller geht auch. Ja, man kann laufen halt. Der erste Teil von Siberia, es geht los. Das war der erste Part. Bis zum nächsten Mal. Ich bin weg. Tschüss. Thank you.